Jetzt dürfte das wieder verschoben sein, genau, weil ich das vorhin wieder größer gemacht habe. Immer der gleiche Mist hier. So. Es sind zwei in der Schule. Okay, dann weiß ich jetzt nicht, wo die andere, wo das andere sein kann, könnte, sein sollte. Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm Sheriff George Woodman. I'm your sheriff. Definitely something in this town. You feel it, Zach? My coffee warned me about it. The coffee warned me about it. Ich weiß nicht genau, weshalb, aber ich glaube, das müsste jetzt eigentlich besser laufen. Warum auch immer das jetzt besser läuft, obwohl es auch besser aussieht. Ja. Wie bescheuert das ist. Es läuft besser und sieht besser aus. Super strange. Nun denn. This person probably has nothing to do with the investigation. Nö. Hat auch nicht. Hätte ich mal direkt umstellen sollen. Wobei, hat es gerade gehakt oder habe ich mir das eingebildet? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Wo ist denn das andere in der Schule? Und bist du sicher, dass du da nicht hinkommst? Suit Workaholic. Oh, the red jacket. Kostet das Geld? Ja, komm hier. Change clothes. Yeah, would you like to change? Ja. Oh, hallo. Oh, Moment. Long-tailed flying squirrel keys. Was? Was heißt das? Iron Body. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? George's Locker looks like it's Spartan just like the owner. Da ist Arnold nicht drin. It's hardly a mystery who uses these, is it, Zack? Das dürfte George sein. Oder Thomas. Okay. Zwei. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo, muss ich zugeben. Nicht, dass ich das wüsste. Ich habe das Spiel jetzt nicht im Kopf. Beziehungsweise kenne es nicht auswendig. Nee, ich möchte mich. Warum sollte ich mich hier rasieren wollen? Ist das Arnold? Zack, we found Arnold. Arno. Let's get him back to George. I guess it's a cute name for a dumbbell. Aha. Arnold. You got a dumbbell. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn er den Arnold genannt hätte. Also weiterhin. Noch mehr Squirrel Keys. Okay. Was gibt's denn hier? Nicht so ganz viel. Aber ein Truthahn-Sandwich, okay. Da komme ich nicht durch, was ist da? Boiler Room, okay, da will ich auch gar nicht rein. Ja, ich muss auch nochmal als Mage durchspielen oder so, das habe ich auch noch nicht gemacht. Als Jude durchspielen ist ziemlich geil. Hauptsächlich wegen der lustigen Fähigkeiten. Und als Krieger ist auch ziemlich cool. Hauptsächlich wegen Assault and Battery.
Den finde ich unglaublich amüsant, den Angriff. Pointy-tailed flying squirrel keys. Wie viele Keys gibt es denn hier bitte? Das ist ja furchtbar. Überall Eichhörnchen. Mann, 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 Mann. Passen nicht auf ihre Schlüssel auf. Egal. Alles meins. Also, hallo ihr beiden. This person probably has nothing to do. Ja, ja, beide nicht, ich weiß. Ist an emergency exit, it's locked though. What use is an emergency exit if it's locked in an emergency? Ja, das ist eine gute Frage, Freund der Sonne. Das kann ich dir nicht beantworten. Oh, hallo. Was, hier gibt's nix? Das ist ja skandalös. Wenn ich hier mich durchgeboxt habe, dann will ich mir mal angucken, was der liebe George sagt, wenn ich ihm Arnold wiederbringe. So, wer bist du? Ja, niemand hat irgendwas miteinander zu tun. Da ist ja gar keiner drin. Aber Items gibt's. Nee, ich könnte hier schlafen. Okay. Die Frage ist, warum ich das tun sollte. Keine Ahnung. Hopefully we'll be bringing in the culprit soon. Though that'll mean the end of our little vacation here. Yes, that is true. Aha, noch mehr Squirrel Keys. Wüsste gerne, wozu die da sind. Hier ist wohl keiner mehr am Start. Keine Items. Das hat mich jetzt auch gewundert. Warum sollte ich das öffnen können? Da gibt es wieder Dinge zu zerstören. Aha. Munition. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aha, noch mehr Keys. Wofür sind denn die alle? Sehr merkwürdig. So, dann gehen wir mal zu George und gucken, was er sagt, wenn wir ihm Arnold wiedergeben. Da freut er sich bestimmt. Arnold und Sylvester. Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Oh je.
Ja. Used for working out the muscles. It says Arnold on it. I wonder if that's the name of the owner. Nein. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Oh, Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to show you my appreciation. Was? So that makes us even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. Es gab ein Achievement, was soll denn? Nein. Oh mein Gott. Ai, ai, ai. Heavy. Und mal gucken, ob Thomas seine Schlüssel wiedergefunden hat. Oder ob das diese Schlüssel waren, die wir gerade aufgesammelt haben. Die 2000 Schlüssel, die wir überall aufgesammelt haben. Oh je, dieses Spiel. Der Typ. Emily. Hast du noch was zu erzählen? Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Oh, there's nothing I need help with. Why don't you lend Thomas a hand? Looking for that key, I hardly know my way around the place. I'd help out too, but I have my hands full. No keys are allowed to be taken outside, so the key should be somewhere in the office. Ach so, also habe ich quasi schon getan, was ich tun muss. Was kann ich denn hier aus- und anstellen? Ah, ich verstehe. Hey. Nix. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Und denn? Agent York, did you find the key? Ja, ich weiß nicht welcher. Ich habe ein paar mehr Schlüssel. Ja, der vielleicht. You found the key. That's the right one. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. Oh. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Direkt beim ersten Mal. I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. Cecil York. City folk, huh? No, I take that back.
All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. So schüchtern. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Yay. Ich bitte darum. Aha, der Thomas mit seinen Biscuits. Can of Pickles habe ich auch schon aufgesammelt. Bait? Man kann fischen gehen? Okay. Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Moment, wo darf ich hier eigentlich rausfahren, bitte? Da. Glaube ich. Ja, das sieht zumindest nicht komplett falsch aus. So, dann gucken wir da mal, ob wir da ankommen, ohne zu sterben. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say, I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. Ich bin völlig falsch hier. I don't get on very well with women. You might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound.
So, Emily, tell me, is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. Now that's what I can... Ich bin falsch gefahren. Nein! Ich hoffe doch, dass das mit der Konversation gleich weitergeht. Nicht, dass ich die jetzt gestoppt habe. Das wäre ja richtig schade. Wo zur Hölle muss ich hin? Oh mein Gott! Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Ja, was ist denn? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich will doch nur dahin. Das ist gar nicht mal so einfach, Kinos. Aber wobei, das könnte kommen. Das scheint gar nicht so falsch zu sein hier. Ich hätte natürlich auch auf die Map gucken können vorher, aber das ist ja für Noobs, so. Ja, das sieht richtig aus. Na komm, und hier rechts hoch. Das könnte stimmen. Ja. Aber erstmal schimpfen, ne, ihr blöden Spacken. Nur weil ich mich einmal verfahre. Ihr hättet ja auch mal sagen können, hier rechts und da links und. Danke, Katze, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich gedacht, da könnte man vielleicht rumfahren oder so. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning. No, no. It's another leftover from the town's prosperous slumber days. To imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. That's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Sag's noch ein paar Mal, George. Und danke, Katze. Ew. Coffee black. Makes it harder to become sleepy for a short while. Herp-a-derp. Hello, Sheriff. Hello. Strange brackets, Brackley Fiona. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson, Katze, is in the computer room. A computer room? In a hospital? Yeah, nice you are. Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Oh, very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. How did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. Besonders da. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. Oh, yeah. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it.
What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. Genau. There's no need to apologize. Thank you, Agent York. All these real-world situations here. Dr. Johnson should be in the computer room. Why, what's going on? Er lässt mich ja noch nicht mal antworten, Kinners. So, es heißt wieder Observe. They are suspects. Let's go, Zack! Nee, ich will erstmal Sachen aufsammeln hier. Let's go to the computer room. We need to find Asha. Was? Asha? Macht er nicht Musik? The floor plan of the hospital looks like each section is named after a chess piece. Aha. Wie realistisch. Ja, so ein Hospital gibt's bestimmt. Dass seine Station nach Schachfiguren benennt. So, ist alles dicht hier. No relation to the case, I'd figure. Weißt du doch nicht. So, dann kann ich ja durchgehen. Mal sehen, was wir... Asher kann wirklich anscheinend eine ganze Menge. Alles vielleicht nicht. Moment, hier muss ich hin. Hier will ich nicht hin. Ich möchte gerne erstmal in alle Ecken, nur nicht dahin, wo ich hin muss. So, aber alles andere scheint geschlossen zu sein. Kann ich, hier kann ich nochmal durch. So, und da vermutlich auch. Und wer ist das? Oh, hier kann ich bestimmt check the weather. Today is a fine, clear day. A perfect day to take a walk. Hör bloß auf. Ich hoffe nicht, dass er anfängt zu singen. Oh, das kenne ich noch. Yes, your doctor told us that you are to be our patient. Accept our enthusiastic congratulations and well wish on your coming quint. And be assured that we have a very personal interest in your case and have already taken steps to see Tutai, that your was stay in the Palo Alto Hospital will be pay us a social visit before you enter. Fragezeichen. We want to mend and greet you for yours. Oh Gott, diese Japaner. Was haben sie denn hier? Medicament Storage, Hickey Storage. Ja, genau. Knutschflecke brauchen auch ein Lager. Oder Hickeys waren doch. Hickeys waren auch Knutschflecken, oder nicht? Oh je. Yeah. Dieses Spiel. Herrlich. So, wo zur Hölle bin ich hier und wo gehe ich hin? Dahin, um Sachen aufzusammeln. Ausgezeichnet. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich hier noch gar nicht hin will, aber es kommt mir auch bekannt vor. A bathroom for the patients. Hier kann ich auch durch. Ach je, all diese Auswahlmöglichkeiten. Gehe ich doch erstmal hier durch. Oh. Die wollen auch echt, dass ich mich rasiere, ey. Das gibt's doch gar nicht. Will ich nicht. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo was finde, was ich einsammeln kann, damit sich das Ganze hier lohnt. Ansonsten ist es einfach nur eine riesige Zeitverschwendung. Und irgendwo läutet eine Glocke.
Ja, das ist eine riesige Zeitverschwendung. So, genau hier bin ich unten. Da ist der nächste Raum, den ich betreten könnte. It's locked, but it might open if we could find a key card. Oder card key. Card key, okay. Alles klar, da brauche ich eine key card für. Okay, card key. Card key, key card, was auch immer. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Genau, da war ich noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber zu. Das ist schade. Das heißt, wir können beruhigt wieder zurücklaufen. Und andere Dinge tun. Oh, der rennt da durch. Das ist ja interessant. Hallo? Genau, hier war ich noch nicht. Also. Dann. Ah, das ist die Tür von vorhin, ne? Würde ich jetzt vermuten. Ah, die ist offen. Ich zieh mich doch nicht vor der Schwester um. Ich bitte dich. York. Ich könnte schlafen, wenn ich das wollte. Das sind mehrere Schwestern. Kann ich, den Fernseher nicht anmachen? Our favorite cartoon isn't running. Der sieht aus, als hätte er gerade Bescheid gekriegt, dass er sterben wird. Sie auch? Ja, so ein bisschen. Das ist hier vielleicht die Hospitali. Nee, Hospizstation. Die Hospitalisierungsstation wahrscheinlich nicht. So, da war dicht. Da hinten bin ich noch nicht durchgelaufen. Ist das ein anderer oder war da ein Durchgang von vorhin? Ne, dann habe ich den übersehen. Okay, alles klar, es war ein Durchgang. I can't leave now. Na gut, dann nicht. Mach doch, was du willst. Du Schuft. So, dann bin ich jetzt auch gleich da, wo ich jetzt als nächstes durchgelaufen wäre. Das heißt, ich kann jetzt in Richtung Objective gehen. Ich gehe davon aus, hier ist Exit. Nee, doch nicht. Moment. Nee. Katze, wie ist es eigentlich mit Abi? Hast du schon Bescheid gekriegt? Oder ist noch nicht so weit? Looks like the room is in use. We shouldn't interrupt the process. Okay, dann halt nicht. Da müssten wir durch. Das heißt, ich gucke mich nochmal um. Vorher. Ne. Scheint nichts zu geben. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer
and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zack, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Ich hab keine Ahnung. King passes rook and meets bishop. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wer ist denn jetzt überhaupt King? Ich habe doch, das müsste der King sein, das ist die Queen. Pawn ist er hier. Rook. Und Bishop. Und Knight. Knight ist das hier. Oder ist das der? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. So, King passes Rook and meets Bishop. So, Moment. Passes Rook and meets Bishop. Oder war das der Bishop? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wie die englischen Bezeichnungen der Schachfiguren sind. Lauten. Da müsste ich doch noch mal gucken. Zack, something is still missing. We need more clues. Ah, ehrlich. So, Moment. Das ist der King. Queen, Bishop. Ach, das ist Rook. Ja, den Knight hatte ich richtig. Also ist der Bishop der Läufer. Rook ist der Turm. Pawn ist der Bauer und Knight ist der Springer, King ist klar. So, dann probieren wir das Ganze nochmal. So. Ah, das war der Bishop. Das war Rook. So, King passes Rook and meets Bishop. Rook, King, Bishop und Knight takes Pawn to the Queen. Jo, los. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch. Zack, something is still missing. We need more clues. Ja, ja. So, nochmal. King passes Rook. And meets the Bishop. Knight takes a pawn to the Queen. Ja, auch das ist nicht richtig. Oder muss ich das einfach in der Reihenfolge machen? Zack, something is still missing. We need more clues. Probieren wir es jetzt nochmal hier so. King passes a rook and meets the bishop. Knight. Okay, das ist jetzt viel einfacher, als ich vermutet hatte. No good. Overthinking. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Dann können wir wieder dahin rennen, wo wir vorhin waren. I solved the puzzle. Now that I have the key card, or the card key,
I should go to meet Usher, who is waiting for me in the basement. We need Anna's autopsy results. And you are saying Usher is in the basement, right? Dr. Johnson is in the basement, right? Then let's go and see him. So, Basement. Der war noch mal gerade wo? Wenn mich nicht alles täuscht, in die Richtung hier. Kommt sogar hin. Ach, scheiße. So, gibt es hier irgendwelche Sachen? Es scheint fast so. Oh, ich kann speichern. Ich sollte vielleicht dann auch speichern, wenn ich es schon kann. Nice! So, habe ich eigentlich Hunger oder wie ist das? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Scheint nicht so. Ich könnte mal probieren, ob ich was. Ob das was bringt. So. Ja, egal. Guck mal, Usher ist sogar schwarz. Usher, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Wie Emily da hinten so, hä? Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Fuck.
From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are two exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means... she was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. He watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usher, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. His age isn't immediately apparent, though he can't be that old. Looks like a trustworthy doctor. We shouldn't stare at her face too long. Gerade deswegen machen wir es. Okay. Still no hint of a smile. There's no reason we should focus our efforts on George. Arnold hat aber ein bisschen geholfen, ne?
Traces of evaporated liquid around the eyes. She must have cried before she was murdered. Judging from the impressions, she was holding something in her hand, but it was removed around 6 hours after death. The object was circular with a relief shaped like a peace mark. She is neatly wearing fake fingernails. Beautiful blonde hair, stunning even in death. The tongue has been removed. Look at the edge of the stump. The tongue. Das erinnert mich an Bela Lugosi. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zack, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There is one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Usher, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Ah, the perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Ouch. Jackpot, Zack. Shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen, his rook takes your queen, then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Duh.
Dieser York. Oh, nun geht das wieder los. Zack, they're here. Das ist es nicht. Ach so. Das ist offensichtlich nicht mehr der Raum, in dem wir gerade waren. Da kann ich doch bestimmt durch. Heißt aber, dass ich erstmal hier lang gehe.
Stabilizer. Okay. Das ist... Ich weiß gar nicht, will ich hier durch? Kann ich gar nicht. Okay. Da muss ich zumindest nicht wieder diese... Animation durchwarten. So, ab nach oben. Hallo? Da komme ich nicht durch. Durch, da komme ich nicht weiter, das heißt, da muss ich sogar durch. Das ist ja großartig. Okay. Das ist interessant. Mein Item ist voll. Ich meine, mein Inventar. Gut zu wissen, dass es geht. Wusste ich gar nicht. Das Item, das ich nicht aufsammeln kann. Agent Honor, das ist gut. Dann ist noch mehr Agent Honor. Das ist noch viel besser. Da kann ich durch. It's locked. Okay, da braucht er einen Schlüssel für. Somit hat sich das auch erledigt. Das heißt, ich muss hier erst rein. Kaffee. Das ist jetzt aber nicht das, was ich mir gedacht habe, dass ich hier finden würde. Freunde. Yes.
okay. Ich kann echt überhaupt gar nichts mehr mitnehmen. Naja, aber immerhin Kaffee. Da hast du recht. Dieses Geräusch. Hey, Moment, hier war ich doch auch schon. Das sind ja Dinge. Kurios, sag ich dir. Bitte darum. So, dann kann ich jetzt mal eben so ein paar Sachen wegpacken. Denke ich. Ich weiß halt jetzt nur nicht genau. Was ist das denn hier? Achso, das sind die Bullets. Put away, yes. Ich habe ja momentan noch keine Submachine Gun, deswegen brauche ich die nicht. Flare, when it's launched, a patrol car will come soon. It's for an emergency. Ach so. Okay. Gut zu wissen. So, ich könnte hier Stabilizer nehme ich. Ich weiß zwar nicht, wofür der ist, aber nehme ich. Mission Knife nehme ich auch. Mein aktuelles ist nämlich fast kaputt. Auch das nehme ich. Auch wenn ich es momentan noch nicht brauche. Lollipop nehme ich auch. Könnte ich durch, theoretisch. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin. Problem ist, da könnte ich auch durch, theoretisch. Ich möchte das einsammeln. Ach, da kommt wieder einer raus. Ach, ist hier wieder so ein Punkt, wo alle möglichen Leute ununterbrochen nachspawnen, oder was? Warum war ich hier jetzt? Ist die Frage. Hier ist ja gar nichts. Oh doch, Moment. Nevermind. Hier ist Blut. Vielleicht sollte ich dann doch lieber auf die andere Seite gehen. Das sieht ja fast so aus, als müsste ich hier weiter. Ich probiere das mal. Okay, never mind.
Das geht ja gar nicht. Nun denn. Moment, observe. A smashed wheelchair. I think I see bullet holes there. Here. Okay. Da hat wohl jemand was gegen Behinderte. Was? Here, over here. You. Great. Amazing. Yes. So. Von hinten aus diesem Loch könnte noch jemand kommen. Oh, Crackers! Das auch kaputt machen? Ne. Und wenn, dann weiß ich nicht wie. Oh, hi. Stirb halt so. Das ist dann auch nicht so schlimm. First Aid Kit. So, da könnte ich theoretisch durch. Heißt, ich gehe erstmal hier hin. Da ist nix. Da könnte ich durch. Looks like the door wasn't locked. Also, wie sieht's denn bei der anderen aus? Entrance, okay. Da muss ich dann wieder einen Schlüssel finden. Das heißt, da muss ich sowieso hinten rein. Sehr gut. Es geht voran. Ein Observer Room. First Aid Kit. Brauche ich halt bisher noch nicht. Toi toi toi, dass das so bleibt. The bad unit is retracted inside the machine. I can see something shining in the back. Das heißt, ich muss das Ding irgendwie rüberbringen. Ergo ans Bedienfeld. Es gibt Geld für Observations. Das ist gut zu wissen. Vielleicht sollte ich das häufiger tun. Was das wohl ist? Es ist einfach eine Keycard. Es ist eine Keycard. Oder ein Card Key.
Wer hätte das für möglich gehalten? Kann ich etwa speichern? Ich kann. Und ich werde. Key to entrance. Ach, das ist schon der Eingang, oder was? Das ist ja kurios. Ich habe heute überhaupt keine Ahnung, wo ich bin hier gerade. Aber das ist okay. What are you doing? Haben die Knarren? Oh, Gage Shotgun Gedöns. Nice. Und wer schreibt mir gerade bei WhatsApp? Noch mehr Shotgun Kram, das ich nicht benutzen kann, weil ich keine Shotgun habe. Ja, das ist eine Erleuchtung. Ich brauche eine Shotgun. Sonst kann ich das nicht benutzen. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Was? Ach, der Typ. Ich erinnere mich vage. Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Mysterious Capitalist. Oh. Mr. Francis York Morgan, haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Nice to meet you too. How did you know my name?
Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain, our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Was soll ich selecten? Ich sehe halt nichts. Was auch immer das jetzt war, ich habe keine Ahnung, was ich da ausgewählt habe. Okay. Ich hoffe, ich habe nicht das Falsche ausgesucht. Werde ich aber auch vermutlich niemals rausfinden. Denn DP Excel has stopped working. Spiel abgestürzt. hallo. Großartig. Close Program. ja, was zu sagen. Das ist auch interessant. Ich aus irgendwelchen Gründen aktualisiert sich der Chat bei mir gar nicht mehr auf dem Handy. Warum nicht? So. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt die ganze Geschichte nochmal angucken. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich nicht gespeichert, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ich probiere das nochmal.